er. Der Chef der NRW-AfD betont es immer wieder. In seiner Partei gäbe es eine Brandmauer zum Rechtsextremen. Wir gehen da sehr sensibel mit um, auch in dem Wissen, dass wir natürlich als rechteste Partei im bundesdeutschen Spektrum eine sehr große Verantwortung haben, uns zu Rechtsextremen auch abzugrenzen. Und die nehmen wir auch wahr. Klare Abgrenzung? Westpol-Recherchen zeigen, dass diese Brandmauer hinter konservativem Anstrich ziemlich löchrig ist. Wir finden Verbindung zu der rechtsextremen Denkfabrik Deutschlands, dem verfassungsfeindlichen Institut für Staatspolitik und seinem Gründer Götz Kubitschek. Zur Ideologie hinter dem Begriff Remigration, die durch das Treffen rund um den rechtsextremen Vordenker Martin Sellner in den Fokus gerückt ist. Und zu einer jungen Alternative, die der Verfassungsschutz beobachtet, mit engen Verbindungen in seinen Landesverband. Mit aller Kraft versucht Vinzenz dennoch, ein liberal-konservatives Bild aufrechtzuhalten. Das ist auch meine Aufgabe als rechteste Partei im bundesdeutschen Spektrum, genau dem auch nachzukommen. Da die Brandmauer zu ziehen, rechte Meinungen mitzunehmen, rechte Politik auch zu machen, die in einem aufgeschreckten, hysterischen Deutschland alle als rechtsextrem geframed werden. Sie können ja kaum über Abschiebungen reden, die notwendig sind, die wichtig sind, um Rechtsstaatlichkeit weiter aufrechtzuerhalten, unser Sozialsystem weiter aufrechtzuerhalten. Können Sie kaum diskutieren, ohne dass man von Deportationen und so weiter spricht. Genau diese Aufgabe müssen wir aber als AfD tatsächlich leisten und dabei gleichzeitig trotzdem im Kampf gegen Rechtsradikale sein. Aber kann er diesen Kurs nach außen tatsächlich noch glaubwürdig durchhalten? Um zu verstehen, wo sich auch in NRW rechtsextremes Gedankengut ausbreitet und welche Rolle die gesamte AfD dabei spielt, treffen wir den Chef des NRW-Verfassungsschutzes. Sowohl das Institut für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt als auch andere Vordenker der identitären Bewegung, wie zum Beispiel Martin Sellner, propagieren schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren, eigentlich schon seit Mitte 2015, diese Theorie der Remigration. Und damit versucht man nichts anderes deutlich zu machen, als dass man eben Ausländer unabhängig von der Frage ihres Rechtsstatus aus Deutschland abschieben möchte. Zum Teil sogar Menschen, die auch schon eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und man versucht eben seit mehreren Jahren systematisch dieses Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren. Wir nennen das Entgrenzung. Entgrenzung, auch über Parteien wie die AfD und ihre Mitglieder. Beispiele: Hans Neuhoff aus Bonn, Teil des Landesvorstandes, hier bei einem Vortrag am Institut für Staatspolitik. Ein weiteres Beispiel: Irmhild Busdorf aus dem Kreisverband Rhein-Sieg mit rechtsradikalen Schlagworten. Was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel. Auf einer AfD-Veranstaltung in Eitorf sagt sie uns in dieser Woche über die rechtsextreme identitäre Bewegung. Also mit der identitären Bewegung reden, ja natürlich, warum nicht? Schaut man auf ihren öffentlichen Social-Media-Kanal, findet man zum Beispiel diesen Post. Hier wird klar, unter Remigration versteht sie millionenfache Abschiebung. Nächstes Beispiel. Auf einem Foto der rechtsextremen Organisation Revolte Rheinland finden wir Gerald Christ bei einer gemeinsamen Wanderung. Kreisvorsitzender der AfD in Bonn. Er sei kein Mitglied, hält mit der Organisation aber, wie er uns auf Nachfrage schreibt, regen Kontakt. Wie bewertet der Verfassungsschutz die Revolte Rheinland? Es ist eine Organisation, die versucht, aktionsorientiert, insbesondere gegen Flüchtlinge zu hetzen, das auch über Social-Media-Kanäle verbreitet und damit versucht, insbesondere für junge Menschen attraktiv und anschlussfähig zu werden. Dass er mit diesen Leuten enge Kontakte pflegt, muss doch für Sie ein alarmierendes Signal sein, wie eng die Verbindung zu rechtsextremen Gedankengut in Ihrer Partei ist. Stehen Sie einem jungen Mann zu, dass er sich unter Umständen ändert? Dass er selber sieht, dass er da zu radikal unterwegs war? Dass er vielleicht da Ideen angehangen hat, die nicht gut waren, die too much waren? Dass er sich vielleicht lieber im normalen rechten konservativen Spektrum ansiedelt und sich da vielleicht viel wohler fühlt? Vielleicht ist es ihm selber unheimlich geworden, was dort passiert ist? Das kann sein. Oder auf der anderen Seite sagt er, nein, ich stehe dazu, ich finde das prima und genauso muss es sein. Dann fliegt er aus der Partei. Sich ändern? Interessiert Parteimitglieder so eine Warnung überhaupt? Gerald Christ schreibt uns: Zu einer Distanzierung von Revolte Rheinland sehe ich mich nicht veranlasst. Die kreativen und gewaltfreien Aktionen der Gruppe wurde in weiten Teilen der AfD positiv rezipiert, so auch von mir. Christ ist übrigens auch Mitglied im Vorstand der Jungen Alternativen NRW. Sie ist die junge Vorfeldorganisation der Partei. Seit Dezember rechtsextremistischer Verdachtsfall. Die Junge Alternative NRW und den Landesverband trenne man in der Bewertung deutlich. Aber
Die Junge Alternative hat insgesamt im Bundesgebiet auch eine Art von Scharnierfunktion zum rechtsextremistischen Vorfeld. Das heißt, es gibt diverse Kontakte auf verschiedenen Veranstaltungen. Das haben wir auch hier in Nordrhein-Westfalen beobachtet. Außerdem pflegt die JA enge Kontakte zu ihm, Matthias Helfferich. Der Bundestagsabgeordnete der AfD aus Dortmund unterstützt sie sogar mit Spenden. Und auch hier finden wir Berührungspunkte zum Institut für Staatspolitik. Erst vergangene Woche hatte er Götz Kubitschek zum Vortrag zu sich nach Dortmund eingeladen. Kubitschek gilt als der Strippenzieher der rechtsextremen Szene. Wir telefonieren mit ehemaligen AfD-Lern aus NRW, unter anderem mit einer Quelle aus Spitzenkreisen im Landtag. Sie erzählt uns: Die Gefahr, die vom Institut für Staatspolitik ausgeht, trifft auch an der NRW-Basis auf fruchtbaren Boden. Jeden, der jetzt noch in der Partei ist, kann ich nur auffordern, wach zu bleiben, welche roten Linien er überschreitet. Gemeint sind auch Kontakte zum parteiprägenden Rechtsextremen Björn Höcke. Lange versuchte man öffentlich in der NRW-Parteispitze Abstand von ihm zu halten. Doch diese Woche stellt sich sogar der Stellvertreter von Vinzenz verteidigend vor Höcke. Die Dinge, die er in letzter Zeit sagt und politisch tut, kann ich mittragen. Höcke sei kein Rechtsextremist. So eine Auffassung in der Parteispitze? Wie passt das zur angeblichen Brandmauer? Wenn Sie der Meinung sind, dass das gefährliche Positionen sind, dann kann man dem mit demokratischen Mitteln begegnen. Ich glaube an die Demokratie und ich glaube daran, dass eine Demokratie stark genug ist, auch einen auszuhalten, der in dieser Art und Weise mit Themen kokettiert, die ich persönlich geschmacklos finde. Doch sieht so Distanzierung aus? Bilder, die uns zugespielt wurden. Vinzenz und Höcke, letzten Sommer. Wir zeigen sie ihm. Sind Sie da zu naiv, das zu sehen, dass es einen großen rechtsextremistischen Anteil in Ihrer Partei gibt? Es hat nichts mit Naivität zu tun, für seine Position zu kämpfen. Und ich stehe für eine liberal-konservative Politik. Die machen wir hier, die machen wir programmatisch, die machen wir in den Parlamenten. Damit machen wir Werbung, wir ziehen damit sehr, sehr viele neue Mitglieder an. Während die inhaltliche Abgrenzung zum rechtsextremen Gedankengut, Organisationen und Menschen auch hier in NRW immer weniger gelingt.